So. Okay. Do good, do great, and they talk bad on you. No need, no face, cause they're not factual. I won't stay too long here, I'm just passing through. I might hit the bank and get a bag or two. My mama asked me why you got that cash room. Hi, da bist du noch da? No prop, hit my line, you're irking me. I hit that woosah. No, I don't got perks on me. I sleep good on God. Spend that money, make it reappear. Ta-da. I've been getting paid. I've been eating good. I've been putting us away. If I got a problem, I just call my buddy. Jungs, auf jeden Fall, wie gesagt, der gestrige Cup ist auf YouTube. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das ein bisschen supporten würdet. Ich weiß, auf YouTube, man fängt klein an, ohne jemanden, der dich pusht. Dauert das halt lange, das wäre cool, deswegen, man fängt langsam an. Könnt ihr auf jeden Fall supporten von gestern den Cup, von heute der Cup kommt morgen oder irgendwas kommt auch morgen. In Englisch, the Cup Highlights from yesterday on my YouTube, so it will be nice if you support them. I'm a small YouTuber, but try the best. War auf jeden Fall cool. So, weiter geht's. Oh. Manuel! Richtige Oxford-Englisch. Ich bin nicht der Beste, Digga. Ich rede einfach. Manuel! Abo ist schon seit 2019, YouTube. Du bist doch ein Ehrenmann. Ich sag euch so, es ist mies schwer auf YouTube etwas größer zu werden, wenn du kein virales Video hast oder wenn du keinen Push hast. Wenn du Push bekommst, dann geht das schnell, aber ohne Push, ohne alles ist das so verdammt schwer. Deswegen bin ich froh über jeden Einzelnen, der ein bisschen supportet. Man muss nicht mal viel machen, Digga. Also mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. Anders against Andrew, okay, okay. That I might spark that wildfire rubble when I breach Funhouse Agnes. Yeah, king of the palace, rubber like Malcolm. Ball up fist in the air to the flashlight. Yeah, hands up in the air to the gummy down. I keep it on and they crunching the numbers. I'm looking wild. Funhouse Agnes, yeah, king of the palace, rubber like Malcolm. Ball up fist in the air to the flashlight. Yeah. Hands up in the air, did they got me down? I keep it on, they crunching it, but some people are crashing. Guarinho. Same clothes are from last night. Still lit like it's last night. Young living in the fast life. Young. Smoke cloud from the ash pipe. Catch air from the half pipe. So, Kopf Nummer 2 wird gerade ein bisschen vorbereitet. Ich
Weil jetzt auch nicht vergessen, wir sind jetzt seit 8 Minuten oder so im Ofen. Ich gehe so in 5 Minuten gucken. Oh! Wollt ihr Blackie auf TikTok sehen? Ach du Scheiße! Was ist das denn jetzt hier? Hey! Ich werde doch TikTok-Star! Ich weiß nicht warum, aber ich bin oft auf TikTok. So kurz vorm Schlafen gehen gehe ich TikTok, weil ich Langeweile habe und gucke mir so durch. Und jedes Mal, ich weiß nicht warum, jedes Mal sehe ich diesen komischen Typen, der sagt, bei so und so vielen Zuschauern schneide ich mir eine Glatze oder so, ne? Jedes Mal diesen gleichen Typen. Und ich weiß nicht, wie man auf TikTok jemanden blockieren kann. Der Typ geht mir so auf die Eier. Ich sehe jedes Mal so diesen gleichen Typen, der immer gleiche Scheiße labert. Musst du auf Video gedrückt halten und nicht interessieren. Ich habe keine Ahnung, wie ich jemanden blockieren kann auf TikTok, aber der Typ triggert mich so, ne? Weil ich hasse generell Leute, die sagen, dann und dann und dann mache ich das und das. Digga, mach doch einfach, weil du es willst oder machst es nicht, aber sagen, ey, bei 100.000 Zuschauern als Beispiel, jetzt mache ich das und das. Du, hast du 1-1 gemacht, gar nicht mitbekommen. Was hältst du von Halim Tabak? Ich kenne den nicht, Digga. Was rauchst du? Ja, Jungs, ihr fragt mich jedes Mal und ich sag's euch so, wie es ist. Einen Moment. Ich habe noch die alte Produktion von Black Nana. 10 von 10, es schmeckt geil. Ich rauch das jedes Mal, weil bei uns in Berlin gibt es immer noch die ältere Produktion. Diese neue Produktion mit diesem Shot und so, mach mal Müll, Digga, was ist das ekelhaft? Mach mal Shisha oder so. Es tragen echt viele, also ich denke mal auch viele rauchen hier Shisha, also ich kenne sehr viele, wo auf Chat halt die auch Pfeife rauchen. Weil ich sage, Digga, Black Nana, alte Produktion, ist mein Favorite. Es gibt so viel Tabak, aber irgendwie finde ich, ich kann immer den immer rauchen und es wird nie langweilig. Was geht ab, Nico? Wie geht's dir, Mann? Wartet mal kurz.
So, die sind in 5 Minuten fertig. J-Ha, was geht ab, was geht ab? Baguette safe verbrannt? Nee, die sind in 5 Minuten fertig. Was für eine alte Produktion Black Nonna alle ist? Ich hol die wieder neu. Ich hol die wieder neu, Digga. Ich hab doch Kontakte, Mann. Warum streamt hast du nichts? Doch. Solange wir den Stream haben, ist alles gut, Digga. Deine Playlist ist einfach geil. Freut mich zu hören, Pauli, Digga. Freut mich zu hören. Manuel! Oh! Geht nur auf PS5? Yes! Hast du schon GRP 2.0 probiert? Er ist krass als Fleckner, Digga, gar nicht. Oh, wir sind fast 1000 Zuschauer, das ist doch geistesgestört, so, ne? Gestern waren wir auch 1000 noch was Zuschauer, wir hatten über 800 Leute im Durchschnitt. Ja, sowas gefällt mir, Digga, das ist geil, wenn man so Leute hat, die auch im Chat schreiben. Ich weiß noch die Anfangszeiten so bei Twitch, ne? Da war das nicht so, Digga, da war 5 bis 10 Zuschauer. Man hat auch, damals habe ich auch Tabs gemacht, vor 2 Jahren. Da waren 20, 30 Zuschauer dann so, aber man hat sich halt gefreut. Und jetzt, Digga, ist halt komplett geil, man. Wenn man on geht, kommt direkt, weiß ich, wie viele Leute im Chat labern so. Das ist halt unnormal geil, ja. Ich kaufe den Tabak in Berlin. Weißenburger Straße heißt es bei uns. Weißenburger, Pichelsdorfer Straße, Weißenburger. Da verkaufen noch die ältere Version von Black Nonna. Also ich bekomme die auf jeden Fall dort und die haben noch unglaublich viel davon. Wolki, vielen Dank für die Bits. Werbung nicht vergessen gleich. Meint ihr so Werbung? Ich sag so, kann man echt machen, ja. Muss ehrlich sagen, Werbung ist nicht schlimm. Damit supportet man auch den Streamer, kostenlos natürlich. Hatte erst gerade Werbung, damit keine Werbung kam, Witz. Muss es ab sein, mein Freund. Ich finde, Werbung ist eigentlich nicht schlimm, Digga. Und man kann Content so for free gucken und so. Wenn der Streamer mal Werbung gibt oder zweimal Werbung in einer Stunde, sollte man das auch nicht negativ aufnehmen. Wedding ist spannender. 9 Winnings. Ich bin kein Millionär. Ich bin auch kein Millionär, Digga. Ich bin auch kein Millionär. Wenn Werbung im Basis ist, ja, Digga, ich sag ja. Ich finde das, wenn ich bei jemandem zuschaue, wo ich kein Fab bin, finde ich es nicht schlimm, wenn er zweimal pro Stunde Werbung macht, weil ich finde es nicht schlimm, so, das ist ja auch sein Hack, so, ne? Der Welt, wohnst du? Oder welche Bezirk wohnst du? Ich hab vor 20 Minuten die Baguettes reingemacht, ne? Ich hab doch gerade eben noch geguckt, es war nicht fertig. Warst du mal bei Text und Stream mehr Werbung als Gameplay? Ja, ist auch klar. Digga, weißt du, wenn du so viele Zuschauer hast und Werbung drückst, das ist wirklich auf Dauer viel Geld, so, ne? Man darf dich nicht unterschätzen. Zum Beispiel, wo ich letztes Jahr immer so 800 plus Zuschauer hatte bei den Cups. Ich kann von einem guten Monat reden, hatte ich nur durch Werbung, ich kann jetzt nicht die genaue Summe sagen, zwischen 300 und 500 Dollar. Nur durch Werbung, ne? Dann kommen noch Twitch-Subs dazu und dann kommt noch Donation dazu, ne? Und Werbung darf man nicht unterschätzen, wenn man gute Zuschauer hat. Das macht ein Streamer einfach für free Geld, kann man so sagen, ne? Man sollte halt im Maßen machen und nicht jede 10 Minuten, wie bei ich guck bei den Italienern, die Weekend League spielen, wirklich nach jedem Game eine Werbung so, ne? Das ist halt übertrieben schlimm, aber man wird so genossen. Vor allem schon mal Rumski, ich dachte so, Rumski, ja, ich dachte mal lieber nicht, ne? Am Ende Twitch-Bann.
Ich komme gleich wieder, ja. Heppelhof, Müll. Müll. Heppelhof, ja. Komm gleich. So. Oh, hast du? Hast du? Ach so, ist gut. Oh. Hey Jungs, seid mal ehrlich, ja, was ist denn hier los? Moin Julian. Moin Sammy. Was die Baguette sind hier? Ich hab keinen Bock darauf. Aber warte mal jetzt hier. Manuel. Oh, hast du bitte nicht. Hast du bitte nicht. Hast du. Hast du bitte nicht. Du gewinnst gegen Manuel Batschure.